Mein Motto für die Eröffnung der KI Campus Stage heute ist ein Plädoyer für mehr Offenheit, vielfältige Formate und mutige Kooperationen. Ja, ich bin ganz beeindruckt vom University Future Festival. So viele verschiedene kompetente Redner hier auf einer Plattform. KI-Kompetenzen sind in vielen Bereichen unseres Lebens werden immer wichtiger. Wir sehen ja, wie das in allen Bereichen eindringt. KI lernen kann man nur, indem man es tut. Man muss wirklich selbst erfahren, welche Probleme, auch Chancen dadurch ja sich ergeben. Aber vor allem, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Um KI zu lernen, denke ich, müssen wir an ganz vielen Punkten ansetzen und aus ganz vielen Richtungen auch dahin gehen. Wir müssen uns wirklich überlegen, was passiert da im Hintergrund? Was sind die Datengrundlage? Und was kann das System und was kann es nicht? Wir haben jetzt aktuell die Situation, dass man ja de facto in vielen Bereichen der Medien auch große Angst verbreitet und vor allem Risiken von künstlicher Intelligenz in den Vordergrund stellt. Tatsächlich hat künstliche Intelligenz enorme Chancen. KI hat in der Hochschulbildung im Wesentlichen zwei verschiedene große Potenzialbereiche. Das eine ist KI als Bildungsinhalt. Und das zweite große Potenzial ist KI als Bildungstechnologie. Einerseits können wir KI als Technologie einsetzen, um unsere Hochschulprozesse einfacher zu gestalten. Letztendlich können wir KI in der Hochschulbildung aber auch als Tool einsetzen. Aber wir müssen natürlich KI, wie wir es eben schon angesprochen haben, auch als Kompetenz vermitteln. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir die Hochschulen fit für KI machen können, indem wir fördern und wir fördern zum Beispiel den KI Campus. Ein super Projekt zum einen, weil er einem die Chance gibt, dass man Lehr-Lernmaterialien kostenlos nutzen kann, dass man es wirklich einfach in die Lehre integrieren kann.